Der Sport Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmern und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Herralek. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. Einen schönen guten Nachmittag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Firmen-Challenge. Ich habe den P.E. Straubinger bei mir. P.E. Straubinger ist den meisten wahrscheinlich bekannt als Filmkritiker von Ö3 oder ehemaliger Filmkritiker von Ö3. Und prima, nach wie vor. Und die wenigsten, oder nicht alle wissen, dass er Bestseller-Autor ist. Und da bitte ich dich, dass du uns einen kurzen Wrap-up gibst, was so deine Leidenschaft im Bereich Ernährung, Bewegung, mentale Fitness ist. Du hast ja deinen Vortrag gehalten bei Mental in Form. Und dass wir dann danach auf die Fragen eingehen, die einerseits uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon im Vorfeld zugesandt haben und auf der anderen Seite jetzt der ein oder andere, der jetzt live dabei ist, auch die Möglichkeit hat, hier live seine Fragen zu stellen. Wir nehmen das Ganze wieder auf und stellen das den allen Teilnehmern on demand zur Verfügung, sodass man das auch dementsprechend nachschauen kann. Ich will es deshalb auch nicht zu lange machen und würde sagen, wir starten los. Wunderbar. Ja, dann beginne ich kurz einmal mit meiner Vorgeschichte. Also ich beschäftige mich jetzt mit Fasten und Meditation seit mittlerweile 25 Jahren circa, so mit Mitte 20 habe ich angefangen. Habe dann eben auch nicht nur praktisch gemacht, sondern eben auch einen Film rund um das Thema Fasten gemacht. Und damals, 2008, habe ich in Salzburg an der Uniklinik einen Professor interviewt, der mir erzählt hat, dass eben Fasten ist entweder nutzlos oder schädlich, war in den 2000er Jahren so die allgemeine medizinische Annahme, also unter den Medizinern. Die Molekularbiologie hat ja schon so seit den 90er Jahren zur Autophagie geforscht, also zu diesem Phänomen der Zellreinigung, das durch das Fasten induziert wird, beziehungsweise hochgefahren wird. Und der hat mir damals eben erzählt, damals hat es geheißen, 12 bis 14 Stunden sei sehr, sehr gesund, weil die Autophagie da hochgefahren wird. Und damals habe ich mit dem Intervallfasten angefangen. Später hat es dann geheißen, bei 16 Stunden ist der Effekt noch besser. Habe dann eben auch Seminare zu diesem Thema gemacht, eben auch mit Meditation. Beschäftige mich jetzt seit über 20 Jahren. Also ich meditiere zweimal täglich jetzt seit früher 2000 ohne Ausnahme. Und habe das dann auch verbunden und zu diesen Themen, zu Intervallfasten und Meditation auch Seminare gemacht. Logischerweise habe ich mich auch mit Ernährung beschäftigt, vor allem jetzt mit den Kräutern und den sekundären Pflanzenstoffen. Und 2018 ist dann der Kneipp Verlag auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ein Buch zu Intervallfasten schreiben möge. Und ich habe das dann halt gemacht. Also ich habe das jetzt nicht geglaubt, dass das jetzt ein Riesenbestseller werden würde. Und glücklicherweise habe ich mich getäuscht. Also noch vor der Buchpräsentation war die erste Auflage komplett ausverkauft. Wir waren dann 17 Wochen auf Platz 1 und das meistverkaufte Sachbuch 2019. Der Kneipp Verlag wollte dann natürlich auch ein zweites und ein drittes. Und mittlerweile gibt es zwei Büchereien zu Intervallfasten. Und das dritte ist eben vor allem dann über den Bereich Ernährung, weil Intervallfasten natürlich aus Fasten und aus Ernährung besteht. Und mit beidem kann man eben sehr, sehr gut sowohl Gesundheit als auch einen Anti-Aging-Effekt verbessern. Ja, das hast du ja auch sehr toll und eindringlich bei einem wunderbaren Vortrag uns näher gebracht, den die Teilnehmerinnen ja auch sehen konnten. Jetzt würde ich gerne auf die Fragen
eingehen und stelle noch einmal in die Runde, gibt es eine Live-Frage quasi? Das kann man auch gerne per Chat machen, wenn man sich nicht traut, das Mikrofon aufzumachen oder das Video einzuschalten. Ich warte kurz. Okay, fein. Dann würde ich sagen, wir gehen die Fragen durch. Und bevor ich das mache, noch eine kurze Anmerkung. Ich glaube, dein Film, den du gemacht hast, ja nicht nur das Buch, der Film war ja auch preisgekrönt. Ja, also wir haben Prädikat besonders wertvoll bekommen. Ich habe noch ein paar andere Preise bekommen und auch einen Negativpreis von der Skeptikervereinigung, weil das natürlich ein sehr umstrittenes Thema war. Es ist um die Lichtnahrung gegangen. Bei diesem Thema möchte ich aber auch ganz klar sagen, es ist natürlich nie darum gegangen, um da jetzt irgendjemanden dazu aufzurufen, nichts mehr zu essen, sondern ich bin der Frage auf den Grund gegangen, inwieweit dieses Phänomen tatsächlich existieren könnte. Und bei dieser Frage bin ich dann eben auch zur Kalorientheorie gekommen. Und jeder, der einmal versucht hat, mit der Kalorientheorie abzunehmen, weiß, die ist völlig unwissenschaftlich, die funktioniert nicht. Und so habe ich mich dann auch mehr mit dieser Frage beschäftigt, sozusagen. Wie nähert uns die Ernährung? Und ist es nicht auch sinnvoll, Phasen des Fastens einzubauen? Und so habe ich mich wirklich an der Basis eben über diesen Film mit den Fragen beschäftigt, wie werden wir ernährt, und bin dann eben auch zum Schluss gekommen. Und ich meine, das ist ja auch das, warum wir Intervallfasten, dass wir im Gegensatz zu Maschinen, wo so das klassische Bild ist sozusagen, ich brauche die ganze Zeit Treibstoffeinspritzung, dass wir eben keine Maschinen sind, sondern Organismen. Und Organismen funktionieren eben in Zyklen, das heißt, wir brauchen Schlaf und wir wachen, wir essen und wir fasten. Und 2016 ist ja die Autophagie-Nobelpreis, die Erforschung der Autophagie mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet worden, und 2017 dann die zirkadianen Rhythmen, die eben genau diesen Aspekt ansprechen, dass im Prinzip alle Lebewesen, also nicht nur der Mensch, alle Lebewesen auf dem Planeten Erde funktionieren in Zyklen, in einem 24-Stunden-Zyklus. Und das dürfen wir uns immer in Erinnerung rufen, dass wir eben keine Maschinen sind, sondern Organismen, die diese Rhythmen brauchen. Und darum ist das Intervallfasten eben so wichtig und wird auch im Sinne der zirkadianen Rhythmen empfohlen. Ich gehe davon aus, das hat irgendwas damit zu tun mit unseren Urahnen, die ja auch nicht ständig was zum Essen gehabt haben und wo sozusagen Fastenperioden automatisch waren, ne? So ist es. Der Professor Pieber von der Uniklinik in Graz, der die innere Medizin leitet, sagt es eben, dass wenn Intervallfasten ein Problem gewesen wäre, dann wären wir ausgestorben. Also unser Körper hat unglaublich viele Strategien, um mit Nahrungsmangel umzugehen. Wofür er keine Strategien hat, weil es das ihm erst seit 100, 200 Jahren gibt, wenn überhaupt zu lange, dreimal Essen pro Tag und Snacks zwischendurch. Also das Problem der Überernährung haben wir jetzt erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, also eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Und darauf ist unser Körper nicht eingestellt. Und wir haben eben ein massives Problem der Überernährung, also dass wir erstens zu viele Kalorien zu uns nehmen und vor allem die falschen Kalorien. Also die Global Burden of Disease Study, die 2019 veröffentlicht worden ist, hat die sogenannte Western Diet, also das Processed Food, die industrialisierte Ernährung, als Hauptkrankheitsursache weltweit identifiziert. Also 11 Millionen Tote kann man jetzt nur auf diese sogenannte Western Diet zurückführen. 255 Millionen durch Krankheit beeinträchtigte Lebensjahre. Also da können Alkohol, Drogen, Tabak, Corona, alle nicht mit. Die weltweite Krankheitsursache Nummer eins, die eben unglaublich viele von diesen Zivilisationskrankheiten verursacht, ist Überernährung und falsche Ernährung. Was auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor
die Verfügbarkeit, die ständige Verfügbarkeit von Essen und Trinken oder Industrie, Food, nicht da war. Und seit der Industrialisierung auch der Lebensmittel in jedem Automaten, natürlich auch die Nahversorger sind überall, gibt es das. Und unsere Elterngeneration hatte das in dieser Art und Weise nicht gehabt, diese ständige Verfügbarkeit und auch zu geringen Preisen. Das wird wohl auch ein Faktor dafür sein. So ist es. Also die Verführung ist überall und diese sogenannte Western Diet, also diese 11 Millionen Toten beziehen sich jetzt nur auf die Qualität der Nahrung. Also wenn man jetzt die Überernährung, also sozusagen die Übergewicht und so weiter dazu rechnet, sind es noch viel, viel mehr. Aber diese sogenannte Western Diet zeichnet sich aus durch zu viel Zucker, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig sekundäre Pflanzenstoffe, die sind leider sukzessive rausgezüchtet worden aus der Ernährung und zu viele Lebensmittelzusatzstoffe. Und das ist erstens schlecht für die Gesundheit und zweitens vor allem der Zucker ist natürlich eine Droge. Also wir können diese sogenannten Einfachzucker, könnten wir eigentlich eins zu eins aus der Ernährung rausstreichen, weil wir die Glucose, die wir natürlich brauchen, viel besser zum Beispiel aus Vollkorngetreide beziehen könnten, aus diesen langkettigen Zuckern. Und die Kurzzähler, also der Fructose und Glucose, die triggern die Dopaminausschüttung im Gehirn und das ist das Gleiche, was uns eben Drogen, Sex, Nikotin und so weiter gibt. Und das ist natürlich ein ständiger Suchtimpuls und das ist überall verfügbar. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig für uns, dem auszukommen. Und darum sind eben da gewisse Kulturtechniken wie das Intervallfasten, wo wir uns jetzt sozusagen selbst wieder diesem Mangel aussetzen dürfen, sehr sinnvoll. Und die meisten von uns haben eben diese Schwierigkeit, wie schaffe ich das? Und da helfen eben einerseits Mentaltechniken, Meditation und die richtigen Fastengetränke, also vor allem Kräutertees. Da will ich gleich zum Thema kommen und überleiten zu den ersten Fragen. Zucker. Die Industrie hat es ja auch geschafft, das Thema Zucker sehr gut sozusagen zu verschleiern, was Kalorie betrifft. Die Industrie hat es ja gut geschafft, uns zu suggerieren, dass unter Anführungszeichen 100 Kilokalorien Zucker genauso schlecht oder gut sind wie 100 Kilokalorien, sage ich jetzt einmal, von einem Müsli, von einem, ohne Zucker natürlich. Ja. Wir wissen aber, dass der Zucker um einiges schlechter und sich im Körper ganz andere Prozesse steuert als die gute Kalorie, sagen wir so. Ja, absolut. Also für die Industrie ist es natürlich von Vorteil. Dieser sogenannte versteckte Zucker in den 70er Jahren haben die Lebensmittelchemiker den Bliss Point gefunden. Das heißt, man gibt überall so viel Zucker rein, dass dieses ganze Dopaminfeuerwerk ausgelöst wird, aber es schmeckt noch nicht einmal süß. Darum sind ja die Kinder so wild auf Ketchup und darum willst du sofort einen zweiten Burger wegen der ganzen süßen Soßen und auf der Pizza ist in der Tomatensauce ist Zucker drinnen, im Sushi ist Zucker drinnen, im Reis und wir spüren das noch nicht einmal, dass da Zucker drinnen ist und trotzdem wollen wir mehr, weil eben dieses Feuerwerk an Botenstoffen ausgelöst wird. Und ja, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Kalorie ist eben nicht gleich Kalorie. Also das ist eben dieses fehlgeleitete Denken, alles nur auf die Kalorie zu beziehen. Es kommt eben nicht zuletzt auch auf die Qualität der Kalorien an. Und die sekundären Pflanzenstoffe zum Beispiel, die haben überhaupt keine Kalorien.
Also die wir zum Beispiel im Kräutertee haben, wir eben die ganzen sekundären Pflanzenstoffe drinnen. Die haben überhaupt keine Kalorien, sind aber unglaublich wichtig für uns. Diese sekundären Pflanzenstoffe, die aktivieren die sogenannten Sirtuine, diese Jungbrunnenenzyme, die eben den Alterungsprozess verlangsamen. Und die sind leider, die finden wir eben vor allem in den Schalen der Pflanzen, in Gewürzen, in Kräutern. Und die sind eben auch aus den Früchten und aus den Gemüsen sukzessive rausgezüchtet worden. Also vor allem aus dem Gemüse. Wenn man alles Richtung Zucker gezüchtet hat, also möglichst viel Fructose und wenig sekundäre Pflanzenstoffe, weil die sind halt meistens bitter. Und das wollte man nicht drinnen haben. Und darum haben wir diesen massiven Mangel an sekundären Pflanzenstoffen, die man heute halt auch erst in den letzten 10, 20 Jahren gut erforscht hat, wo es ja Hunderte gibt davon. Das Resveratrol ist zum Beispiel ganz bekannt in den Traubenschalen. Darum ist ja der Rotwein zum Beispiel gesund, weil der Alkohol dann sogar noch das Resveratrol noch besser rauslöst. Also es soll jetzt kein Aufruf zum Rotwein trinken sein, obwohl gemäßigt das natürlich gesund ist. Aber grundsätzlich einfach mehr Obst und Gemüse essen. Weil, und möglichst viel Beerenobst zum Beispiel, weil da sind ganz viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen drinnen oder Kräuter. Genau. Olivenöl ist deswegen auch genau. So hat eben auch viele von diesen Polyphenolen drinnen. Das ist so eine ganz große Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen. Gehen wir über zum Intervallfasten, da sind einige Fragen gekommen. Ja. Wie lange sollte man Intervallfasten? Die Frage stellt eine Userin, und zwar, sie fragt, eine Woche, ein Monat, oder ich weiß ja, du machst das ja seit Jahren. Lebenslang. Also das ist ja ein Lebensstil, und wie gesagt, die zirkadianen Rhythmen sind etwas, was alle Lebewesen auf dem Planeten Erde begleitet. Und die sind eben untrennbar mit dem Intervallfasten verbunden. Es gibt da die Gehirnlichtuhr, also eben das ist eine andere Empfehlung, sozusagen schauen, dass man genug Tageslicht untertags kriegt und genug Dunkelheit in der Nacht. Und es gibt die Magen-Darm-Uhr. Und für die ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir eben diese Phasen haben, wo wir nichts essen. Das heißt, das Intervallfasten ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir nur spät am Abend etwas essen und dann gleich wieder frühstücken, dann haben wir einfach zu wenig Zeit der Nahrungskarenz. Und da geht es darum, dass wir die ausdehnen. Und ab 10 bis 12 Stunden, sagt man, wird eben die Autophagie dann immer mehr hochgefahren, also der Fettstoffwechsel beginnt, die Autophagie wird hochgefahren, und 16 Stunden, das ist jetzt natürlich eine Hausnummer, also da wird nicht dann plötzlich die Autophagie eingeschalten, sondern es wird langsam hochgefahren, und es hängt jetzt natürlich auch davon ab, was habe ich zuletzt gegessen, was mache ich in diesen 16 Stunden, weil man kann grob sagen, eine halbe Stunde Sport erspart uns 2 Stunden warten. Aber grundsätzlich sind diese 16 Stunden einmal eine Hausnummer. 14 Stunden sind besser als 16, aber 8 Stunden sind definitiv zu wenig oder auch 10 Stunden. Also man sollte schauen, dass man das möglichst ausdehnt. Einmal kurz beim Turbo. Du hast jetzt den Sport angesprochen. Also wenn ich quasi wenn ich mein Frühstück auslasse und um 8 Uhr am Abend das letzte Mal esse, dann kann ich gemütlich zum Mittag am nächsten Tag meine erste Mahlzeit nehmen. Der eine ist ein Frühstückstyp, der braucht ein Frühstück, lässt vielleicht das Abendessen weg. Der andere sagt, mir fällt es viel leichter, das Frühstück wegzulassen. Ich esse am Abend. Du hast jetzt diesen Turbo angesprochen, eine halbe Stunde laufen auf nüchternem Magen quasi oder sagen wir so, oder im Autophagieprozess sind 2 Stunden nichts essen quasi, ersetzt 2 Stunden nichts essen. Gibt es noch andere Tricks? Gibt es da vielleicht, dass ich gewisse Lebensmittel zu mir nehme, die den Autophagieprozess vielleicht auch noch oder die Fettverbrennung ankurbeln etc.? Welche Tipps hast du? Ja, definitiv. Also man kann mit den Nahrungsmitteln unglaublich viel erreichen. Vielleicht ganz kurz noch vorher, weil du das Frühstück und das Abendessen angesprochen hast. Also wenn es jetzt darum geht,
abzunehmen. Grundsätzlich ist unsere Empfehlung, dass man mal die Tagesrandmahlzeit weglässt, die leichter fällt. Also jeder hat da meistens eine Vorliebe, also entweder das Frühstück weglassen oder das Abendessen weglassen. Also jetzt nicht für die Autophagie, sondern für die Hormone ist es besser, wenn wir möglichst lange vor dem Schlafengehen einen niedrigen Blutzucker haben, weil dann eben auch im Sinne der zirkadianen Rhythmen diese Reparaturhormone in der Nacht dann besser ausgeschüttet werden können. Und wer abnehmen will, alles, was man vor dem Schlafengehen früher aufhört zu essen, ist jetzt gut, weil die Insulinreaktionen werden am Abend schlechter. Das heißt, das weiß man eh schon lange, am Abend schlägt es mehr an. Und das hat auch die Wissenschaft festgestellt, weil die Insulinreaktionen schlechter werden. Das hat jetzt nichts mit der Autophagie zu tun, die hängt jetzt sozusagen rein von der Zeit ab. Aber wer abnehmen will, besser früher mit dem Essen aufhören. Dann in der Zeit der Autophagie sporteln ist eben besonders gut, Ausdauersport, weil das dann direkt von den Fettreserven runtergeht. Was in der Fastenphase nicht so empfehlenswert ist, der anaerobe Stoffwechsel. Also eben richtiges Krafttraining, nicht unbedingt in der Fastenphase, aber Ausdauersport ist wunderbar. Wie kann man das jetzt unterstützen? Also es gibt zum Beispiel den grünen Kaffee oder auch den schwarzen Kaffee, aber der grüne Kaffee ist noch besser. Der aktiviert zusätzlich die Autophagie und unterstützt die Fettverbrennung. Der schwarze Kaffee ist in Maßen genossen, ohne Milch, ohne Zucker, auch vorteilhaft zur Steigerung der Autophagie. Und das Spermidin ist auch ein Stoff, der die Autophagie noch unterstützt. Also das kann man dann auch in den Essensphasen zu sich nehmen. Der ist in Weizenkeimen zum Beispiel drinnen. Es gibt jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel, die das können. Aber in den Fastenphasen kann man zum Beispiel eine Teemischung mit grünem Kaffee zu sich nehmen, die das dann noch zusätzlich verstärkt. Also wie man generell eben bei den Kräutertees gibt es etliche Pflanzen wie Zimt auch zum Beispiel, die Fettverbrennung noch fördern und den Blutzucker senken, der Hibiskus, dann gibt es auch Kräuter, die den Appetit reduzieren, wie Ashwagandha. Danke, Werbung für dich, weil du hast so eine Teemischung, hast du ja auch entwickelt. Genau, ich habe für mich selbst ursprünglich immer einen Fastentee gemacht, der einerseits den Appetit reduziert und andererseits ihm auch das Dopamin ausschüttet, weil das ist ja das, was wir meistens suchen, wenn wir Süßigkeiten zu uns nehmen wollen. Und zusätzlich dann eben auch noch die Fettverbrennung ankurbelt und den Blutzucker reduziert. Das ist eine Mischung aus 9 Kräutern. Also wenn das interessiert, pierstraubinger.shop, da kann man sich das anschauen, da gibt es einen kleinen Film dazu, wo ich erkläre, was da alles drinnen ist, weil die Kräuter sind wirklich was Wunderbares, weil man eben diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe drinnen hat, die sind sehr hitzeempfindlich, also jetzt im Gegensatz zu den Vitaminen, vertragen die sekundären Pflanzenstoffe die Hitze und man hat aber keine Kalorien. Und es erleichtert die Fastenphase an sich, weil der Appetit reduziert wird, also zum Beispiel die Süßholzwurzel hat einen Stoff drinnen, das Glycyrrhizin, das Sättigungshormon ausschüttet, das Leptin. Und sowas ist natürlich fein in der Fastenphase, damit es einfach leichter funktioniert und damit man dann zusätzlich die Autophagie aktiviert, die Fettverbrennung verbessert und eben auch die Telomerase und die Sirtuine aktiviert. Das sind diese Jungbrunnenenzyme, die die Zellerneuerung verbessern. Also das ist eine ganz, ganz feine Sache, kann ich sehr empfehlen. Ja, ich auch. Ich habe ihn auch heute in der Früh getrunken. Ich bin ja ein Intervallfasten, wie sagt man, Fastner? Nein, sagt man nicht. Also, Ich mache das auch seit vielen Jahren, aber unbewusst und durch dein Zutun, das war vor ein paar Jahren, was du bei
bei der Frau Stöckel auch U3-Frühstück bei mir und hast das, glaube ich, 2019 bei den Bestseller, bin ich draufgekommen, dass ich Intervall faste. Lustigerweise, weil ich immer mein Frühstück ausgelassen habe, wenn ich da keinen Hunger habe. Aber gut zu wissen, dass man auch einen Turbo zünden kann mit Tee, mit grünem Kaffee etc. und natürlich mit Sport. Das heißt, so eine halbe Stunde in der Früh, vielleicht, ich wollte schon sagen, vom Frühstück, zu sporteln, bevor ich in die Arbeit fahre. Vor dem Frühstück ist ja eh gut, aber was teuflisch ist, manche Leute nehmen ja vorher dann einen Zucker zu sich. Also nicht einmal ein Frühstück, oder die glauben, sie müssen jetzt Energie tanken vor dem Laufen. Aber wenn ich Gewicht abnehmen will, ist das der größte Fehler, den man machen kann. Weil das Insulin geht rauf, das schützt die Fettspeicher. Also man kann sich sicher sein, wenn man vorher irgendein Zuckersaftel zu sich nimmt, egal unter welchem Titel, kann man sich sicher sein, dass man kein Fett verbrennt dann. Und besser als in der Autophagiephase, also in der Fastenphase, Ausdauersport zu betreiben, geht es nicht. Also das ist das Nonplusultra. Wenn man aber richtig, richtig Kraft braucht, wenn man Marathon läuft, dann muss man natürlich etwas zu sich nehmen, Kohlenhydrate natürlich, die Speicher füllen. Da geht es aber auch nicht ums Abnehmen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und da gibt es die Faustregel, dass man 3 Stunden vor der Kraftanstrengung Kohlenhydrate, die Kohlenhydratspeicher füllen sollte. Klar, wenn man jetzt wirklich in den Leistungssport geht und sozusagen die letzten Reste rausholen will an Leistung, ist das noch einmal was anderes. Aber jetzt gerade beim Fastenwandern, es ist verblüffend, auch wenn man jetzt länger fastet, was ich auch schon gemacht habe, dann ist verblüffend, wie viel Kraft man eigentlich mobilisieren kann, ohne dass man Nahrung zu sich führt. Weil man eben einerseits den Fettstoffwechsel hat und andererseits die Autophagie. Und vielleicht auch noch ein paar andere sehr, sehr interessante Nahrungsquellen, unter Anführungszeichen, die man bisher noch nicht kennt. Also damit habe ich mich bei Anfang war das Licht sehr, sehr gut beschäftigt. Aber man hat festgestellt, schon in den 70er und 80er Jahren, dass wenn man direkte und indirekte Kalorimetrie vergleicht, also wenn man schaut, wie viel Kohlendioxid geht rein, wie viel Sauerstoff geht rein, wie viel Kohlendioxid kommt raus, und errechnet eine theoretische Energiemenge und vergleicht es dann mit der tatsächlichen Energiemenge, dass es sehr große, also bis zu einem Viertel bei ganz normalen Menschen, bis zu einem Viertel der Energie ist kalorisch nicht erklärbar. Und das Interessante damals war, dieses Energiedelta war umso größer, je weniger Kalorien zu sich genommen wurden, also gerade beim Fasten. Da hat man natürlich Fettreserven und so weiter abgezogen. Aber da gibt es eben sehr, sehr interessante Theorien auch mittlerweile, woher das kommen kann. Aber das würde jetzt zu weit führen. Womit wir, was ich mitgeben darf, ist sozusagen, dass der Körper jetzt sehr lange Leistung erbringen kann, also ein gesunder Körper ohne Nahrungsaufnahme. Das ist wirklich verblüffend. Aber wenn man jetzt wirklich auf Hochleistungssport geht, ist das natürlich was anderes. Da schließt sich die nächste Frage an. Ausdauersport und Energielosigkeit. Macht man dann beim Intervallfasten was falsch, wenn dem so sei? Oder generell beim Fasten, wenn man energielos ist? Also grundsätzlich ist es so, dass das einfach Entzugserscheinung sein kann. Ich weiß das von mir selbst, ich bin ein Zucker-Junkie. Also ich habe immer einen extrem hohen Blutzuckerspiegel gehabt und dann bin ich fasten gegangen und die ersten 2, 3 Tage, ich war wie ein Heroinkranker. Also ich zittert, ich war schwach, ich bin dort gelegen. Und das Interessante war, dass die Fastenbetreuer dort dann gesagt haben, nicht liegen bleiben. Also das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Geh raus an die frische Luft, beweg dich und aktivier deinen Stoffwechsel. Und das Spannende ist dann, nach 2, 3 Tagen, also wenn man das sozusagen diese Unterzuckerung und diese Entzugsphase überdacht hat, auf einmal schafft es der Körper dann trotzdem ohne Fasten. Aber
Da ist wichtig natürlich erstens, dass man gesund ist. Also das ist sowieso die Voraussetzung. Ansonsten sollte man immer unbedingt dann einen Arzt konsultieren. Aber als Gesunder ist einfach meine Empfehlung, ein bisschen ausprobieren und sich langsam nähern. Also jetzt, wenn es da Probleme gibt, dann einfach diese Fastenphase einmal zu verkürzen und vielleicht mit 12 Stunden anzufangen oder mit 14 und sich ranzuarbeiten. Was man definitiv sagen kann, ein gesunder Mensch hat mit 16 Stunden überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, wir wären schon lange, lange ausgestorben, wenn das für den Menschen ein prinzipielles Problem wäre. Aber im Regelfall haben wir einen derartig hohen Blutzuckerspiegel im Alltag, dass das dann natürlich sehr ungewohnt ist, wenn dann der Körper auf einmal mit Unterzuckerung konfrontiert ist. Also du bist ein sehr angenehmer Interviewpartner, weil du viele Fragen, die ich hier habe, durch deine ausführlichen Antworten wirklich schon wunderbar beantwortest. Ja? Ich brauchte eigentlich nur noch ein paar sozusagen Aspekte, die du noch nicht genannt hast, dann abdecken mit meinen weiteren Fragen. Du hast jetzt mehr oder weniger auch schon die nächste Frage beantwortet. Auf was soll man sich konzentrieren, wenn man den Fasten beginnen will? Einfach in einfachen Schritten und wenn man niedergeschlagen ist, sich bewegen. Ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, man kann sich durch die Getränke wirklich weiterhelfen. Also zum Beispiel ein schwarzer Kaffee aktiviert natürlich total den Kreislauf. Und ist, wie gesagt, auch der schwarze Kaffee hat sekundäre Pflanzenstoffe drinnen, die Autophagie zusätzlich aktivieren. Also der schwarze Kaffee ist in Maßen genossen, man sagt, bis 4 Tassen gesund. Es ist jetzt natürlich, wenn man jetzt wieder zum Abnehmen geht, ist so, dass viel Kaffee mitunter zum Insulinausstoß führt oder den Insulinspiegel erhöht, was dann das Abnehmen wieder schwieriger macht. Aber jetzt eine Tasse schwarzen Kaffee ohne Milch, ohne Zucker ist natürlich ein Push für den Kreislauf, wenn man da Probleme hat und führt auch zu einem Dopaminausstoß, was dann eben auch meistens den Appetit reduziert. Da schließt sich gleich die nächste Frage an. Zucker und Drogen schütten Dopamin aus. Ist beim Fruchtzucker nicht auch der Fall, fragt eine... Auf jeden Fall, also der Fruchtzucker, das ist so ein bisschen ein Irrtum, dass der Fruchtzucker, also die Fruktose gesünder wäre als der weiße Zucker. Ich meine, der weiße Zucker ist ja einfach eine Mischung aus Glucose und Fruktose, aber manche Getränkehersteller schreiben dann Fruktose drauf und geben sich so das Bild, dass das dann gesünder wäre. Nein, also ganz im Gegenteil, die Fruktose aktiviert die Glykation, also das ist auch ein Alterungsmechanismus, sogar noch stärker wie die Glucose. Und zum Beispiel so Smoothies, die man im Supermarkt kriegt, sind natürlich gesünder, wie wenn ich jetzt da Red Bull trinke, weil du halt nur der Weiße bist. Ich jetzt wahnsinnig auf, nicht? Also das ist das große Problem. Ja, also auch Apfelsaft zum Beispiel konzentriert ist irre. Also reine Zuckerbombe. Und beim Entsaften gehen eigentlich die wertvollsten Stoffe von der Frucht verloren, weil erst einmal die Ballaststoffe und viele dieser sekundären Pflanzenstoffe, die eben wertvoll sind, bleiben dann in den Ballaststoffen und gehen mit denen raus. Und zum großen Teil bleibt halt dann die Fruktose über. Und ja, muss leider sagen, ist in großen Mengen genossen, nicht gesund. Und ja, natürlich die Autophagie unterbricht sowieso. Das ist ohnehin keine Frage. Also man kann auch sagen, so ein Fruchtzucker, weil es die Frage war, sollte hauptsächlich in der natürlichsten Form genossen werden. Das heißt, keinen Apfelsaft, sondern wirklich den Apfel essen oder die Banane, da sind die Ballaststoffe gleich mit dabei und das Fruchtfleisch das wird dann geht der ganze Fruchtzucker nicht sofort ins Blut, sondern es verteilt sich schön über gewisse Zeit und man kann es auch schön mit abbauen. Das heißt, es ist nicht dieser große Effekt, dass man nach so einem Smoothie, nach einem Früchtesmoothie dann
ein kurzes Hoch hat und dann wieder sehr tief zu runterfällt. So ist es. Ich meine, die Green Smoothies sind da wieder was anderes. Grundsätzlich sollte man ja sowieso mehr Gemüse zu sich nehmen, weil unsere Früchte heutzutage ja reine Zuckerbomben sind oft, also wenn man Ananas zu sich nimmt. Also mehr Gemüse als Früchte, aber wenn, dann ist natürlich die Frucht besser als der Saft. Und wenn bei Saft natürlich sowieso verdünnen halt, dann ist es auch wieder okay. Also wenn ich dann einen Spritzer Apfelsaft in Soda rein tue, passt es auch wieder vom Verhältnis. Aber diese Frucht-Smoothies, die sind Zuckerbomben. Ja. Sind wir, wie du gesagt hast, wenn man einen Schuss rein tut, im Endeffekt sind wir da bei Paracelsus, die Dosis macht das Gift, also immer ein bisschen was geht, aber sozusagen die volle Bombe ist schlecht für uns. Dann ist es wieder gesund, genau. Apropos volle Bombe, ich Überleitung zu einer Frage zum Intervallfasten noch. Jetzt gehen wir mal, Fasten ist das eine und das andere ist mal das Essen. Es gibt ja mehrere Intervallfasten-Möglichkeiten, 16:8, dann 24:1 und so weiter. Thema Essen. Wenn ich 24:1 oder so 16:8, wie viel soll ich dann normale Portionen, essen oder soll ich das, die ausgelassene Mahlzeit, soll ich die kompensieren? Welche Tipps hast du hier? Also das kommt jetzt darauf an, will ich abnehmen oder nicht. Also wenn ich abnehmen will, dann natürlich speziell schauen, was und wie viel esse ich. Wenn es diesen Abnehmwunsch nicht gibt, ist meine Empfehlung, sich da nicht zu viel Gedanken zu machen. Ich meine, natürlich gelten alle Empfehlungen der klassischen Ernährungsmedizin. Was gesund ist, ist auch nachher in der Phase, in der Essensphase gesund und das Ungesunde bleibt ungesund. Es ist allerdings schon so, dass durch das Intervallfasten kann man sich gewisse Ernährungssünden eher leisten. Also das hat man vor allem im Mäuseversuch gesehen, wo zwei Gruppen von Mäusen exakt das Gleiche zu essen bekommen haben und die gleiche Menge. Und die Intervallfasten-Mäuse sind im Gegensatz zu den anderen, die ad libitum gegessen haben, nicht übergewichtig geworden und haben keine Vorstufe von Diabetes entwickelt. Also das zeigt, dass das Intervallfasten eben auch gewisse Ernährungssünden eher erleichtert. Ein Vorteil ist auch, dass der Magen ein bisschen sich verkleinert in diesen 16 Stunden. Das heißt, man hat dann gar nicht so viel Hunger. Grundsätzlich, also ich mache so, ich esse einfach, solange ich Hunger habe. Das ist die beste Empfehlung und auch ein bisschen auf den eigenen Körper hören. Und ja, der Zucker verführt uns natürlich immer zum Mehressen, das ist ganz klar. Also wer wirklich den Wunsch hat, abzunehmen, kann dann vielen Schrauben drehen. Alle anderen dürfen auch gerne mal einfach nach Lust und Laune essen. Also der Professor Pieper hat zu mir gesagt, Fasting and Feasting ist das Motto beim Intervallfasten. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was war das? Fasting and Feasting, also Fasten und Feiern sozusagen. Das ist eben auch so das Motto, das unsere Ahnen halt gehabt haben. Die haben lange nichts zum Essen gehabt und dann war Ernte oder Jagderfolg oder was auch immer und dann hat man auch ordentlich essen dürfen. Genau, dann hat man einen Busch mit Datteln entdeckt und dann wurde natürlich gegessen. Ja. Genau. Ja, unsere Vorfahren, von denen wir immer noch sozusagen, was du gesagt hast, mit den Zirkadianen etc. Zirkadianen Rhythmen, ja. Also wir haben ja diesen alten Körper. Ich meine, unser Körper, die Programme in unserem Körper sind ja Millionen alt und geprägt durch das Leben unserer Vorfahren. Und diesen Überfluss, den wir jetzt haben, das ist eben im Vergleich zur Menschheitsgeschichte lächerlich kurz und damit kann unser Körper nicht umgehen. Also das führt eben zu dieser unglaublichen Menge an Zivilisationserkrankungen und das hat ja die Wissenschaft mittlerweile gut belegt, dass gewisse Erkrankungen können wir uns einfach ersparen,
wenn wir eben diese Menge an Essen reduzieren und Intervallfasten, eben Alzheimer zum Beispiel, aber man hat auch festgestellt, Krebs und sogar Infektionskrankheiten, die Zahl der Infektionskrankheiten wird reduziert, weil unser Körper dann einfach nicht so anfällig ist, weil er gesünder ist und widerstandsfähiger, wenn wir eben diese Fastenphasen gönnen. Genau. Gilt auch für Kälte zum Beispiel. Also man hat auch festgestellt, Kälte und Hitze, also dieses Abhärten, wie es so schön heißt, stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern aktiviert auch diese Sirtuine, also diese Jungbrunnenenzyme, die die Zellgesundheit und Zellverjüngung stärken. Zur Ernährung gehört natürlich auch die Bewegung. Das heißt, du hast das ja auch schon angesprochen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Bewege ich mich mehr, dann ist auch dieser Autophagieprozess dementsprechend, wird der angekurbelt und dergleichen. Das und heißt, die Sirtuine auch. Also diese Jungbrunnenenzyme werden auch durch Bewegung aktiviert, hat man auch festgestellt. Jetzt, das waren alles Fragen zum Thema Ernährung bzw. Intervallfasten. Ich habe eine Frage noch zum Thema Meditieren. Und bevor ich diese Frage, Abschlussfrage stelle, von den eingesendeten Fragen, nochmal in die Runde, gibt es eine aktuelle Frage, die man jetzt live stellen will, per Chat? Oder einfach das Mikrofon aufdrehen, Video aufdrehen, einfach fragen. Nein, gibt es nicht? Ja, eine Frage vielleicht. Gerne. Bitte kurz den Namen sagen und dann. Ja, also René Unterküfer. Bitte? Die Frage wäre, wie wirkt sich Schlaf oder Schlafmangel aus auf das Intervallfasten? Weil gerade mit Beruf ist es leicht, leichter Intervall zu fasten, aber nicht immer bekommt man ausreichend Schlaf. Also wie interagiert das? Sehr gute Frage. Ja, man hat festgestellt, dass Schlafmangel und schlechter Schlaf auch zu schlechten Essensentscheidungen führen, weil die eben die Sättigungshormone beeinflussen. Und ja, das ist tatsächlich so, dass das dann ein ganz unangenehmer Teufelskreis wird, weil wir dann eben vielleicht in der Nacht dann noch was essen und dann haben wir einen Insulinausstoß und dann werden die Reparaturhormone nicht ausgeschüttet. Das Glucagon wird auch nicht ausgeschüttet, das zuständig ist, dass unsere Fettreserven abgebaut werden. Und dann am nächsten dann haben wir schlechten Schlaf auch, weil das Insulin oben ist. Und ja, am nächsten Tag geht es dann so weiter. Also guter Schlaf, eben, da sind wir eben auch bei den zirkadianen Rhythmen wieder. Das hängt eben zusammen. Die Tag-Nacht-Uhr ist da ganz wichtig und wenn das alles in Harmonie ist, dann kann der Körper am besten funktionieren. Die Frage beantwortet oder gibt es noch eine? Danke. Gerne. Da kann ich auch aus, oder wir alle wahrscheinlich aus den eigenen Erfahrungen sprechen, wenn man einen Hangover hat, zumindest wenn man jünger war, da hat man eher zum Deftigen gegriffen. Da. Ja. Und das war meistens auch säurehältig und weniger basisch. Und da sind wir wieder bei der Ernährung. In einem basischen Umfeld kann sich keine Krebszelle entwickeln, in einem säurehältigen schon. Das hat dann wieder mit der Ernährung zu tun. Wie ernähre ich mich? Du hast angesprochen heute auch schon das Industriefood. Was du bei deinem Vortrag erwähnt hast, heute noch nicht, ist, dass das Industriefood mit den Konservierungsmitteln die wichtigen Bakterien abtötet bei uns im Darm. Vielleicht könntest du da doch kurz darauf eingehen, bevor ich auf die Meditation gehe. Ja. Grundsätzlich ist es eben so, die Nahrungsmittelindustrie hat andere Bedürfnisse als unser Körper. Und eins der wichtigsten Bedürfnisse ist Haltbarkeit natürlich. Das heißt, haltbar machen und speziell, wenn dazu Chemikalien, Konservierungsstoffe eingesetzt werden, dann ist das nicht nur schlecht für die Bakterien im Lebensmittel, wo sie in dem Fall positiv ist, weil sie dadurch länger haltbar werden, sondern eben auch für die Bakterien in unserem Darm. Und das hat man ja in den letzten
10, 20 Jahren immer besser erforscht, wie wichtig unser Darmmikrobiom ist. Also es gibt eben gute und schlechte Bakterien, und die guten Bakterien in unserem Darm sind einerseits für unser, also nicht nur dafür zuständig, dass aus den Nahrungsmitteln verwertbare Substrate entstehen, also sie sind dann entscheidend für unsere Ernährung, aber auch für unser Immunsystem und auch für die Serotoninproduktion, also ob wir glücklich sind oder nicht. Und insofern ist es natürlich eine Katastrophe, wenn wir durch das Essen unsere Bakterien, unser Darmmikrobiom zerstören. Und wie gesagt, es gibt 345 zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe in der EU. Die sind prinzipiell natürlich alle auf Verträglichkeit getestet. Aber da kommen halt immer mehr Studien rein, die zeigen, dass die nicht ganz so harmlos sind, wie sich das damals dargestellt hat, wie sie zugelassen worden sind. Und vor allem, wenn man halt dann eine ganze Menge davon zu sich nimmt und das über Jahrzehnte, dann führt das halt zu großen Problemen. Und zu manchen davon sagt man schon, also Phosphate und Nitrite, also die in der Wurst vor allem drinnen sind zum Beispiel, dass das sogenannte Gerontotoxine sind, also Alterungsgifte, die die Alterung befeuern. Meditieren. Eine Frage, die hier lautet, ich habe immer wieder probiert zu meditieren, habe es aber nie geschafft, einen Rhythmus hineinzubekommen, beziehungsweise das nachhaltig zu implementieren. Welche Tipps und Tricks hast du? Ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ich habe etliche Jahre gebraucht, bis mir das gelungen ist, jetzt seit Frühjahr 2000 meditiere zweimal täglich, ohne das jemals auszulassen. Und da bin ich gleich beim ersten Tipp. Der Grund, warum, weil die Leute fragen immer, na, kannst du das nicht einmal auslassen? Ja, natürlich kann ich das einmal auslassen. Aber je größer der innere Schweinehund ist, desto wichtiger ist es, dass man eine Routine etabliert. Routinen sind das Hilfsmittel schlechthin, um positive Veränderungen im Leben zu etablieren. Also in unseren Büchern, ich habe das Buch mit der Nathalie Carré geschrieben, die auch eine Spezialistin ist dafür, für Healthy Habits. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir tägliche Routinen haben. Und es gibt auch gute Studien dazu, die zeigen, wenn man eine Routine einmal unterbricht, dann ist es noch nicht so ein Problem. Dann sind wir im einstelligen Bereich, also die Gefahr, dass wir das nicht mehr fortsetzen. Bei zweimal sind wir schon bei über 20% und bei dreimal bei über 50%. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt wirklich so streng mache, weil wenn ich heute sage, es geht nicht, weil, dann gibt es morgen einen anderen Grund. Also das ist jetzt einmal das Erste, die Routine. Da kriegen manche wahrscheinlich schon Stress, wenn sie das nur hören, weil da wird immer gefragt, na, du musst da Disziplin haben. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Das ist als nächstes entscheidend, also das jetzt einmal im Hinterkopf behalten, die Routine. Das nächste, was entscheidend ist, ist, dass das leicht funktioniert. Mit Freude und mit Vergnügen. Also es ist wichtig, dass ich von der Druckkraft, der Willenskraft hingehe zur Sogkraft von Leichtigkeit, Freude und Genuss. Dazu ist auch wichtig, wie ich mit mir selbst rede. Also wenn das nächste To-Do ist, das nächste Selbstoptimierungstool, dann ist schon wieder stressig, weil wir haben wahnsinnig viel zu tun. Also für mich ist das zum Beispiel zweimal täglich Urlaub von meinen Gedanken und Emotionen. Und da gibt es jetzt verschiedene Tricks, wie man eben dann mit seinem Schweinehund umgeht. Ein Tipp ist zum Beispiel, also egal, ob das jetzt Laufen ist oder Meditation oder sonst was, dass ich mir sage, okay, ich setze mich einmal auf meinen Meditationsplatz, was auch immer das ist, Sessel oder was auch immer, und wenn es mir dann noch immer nicht freut, oder ich meditiere 30 Sekunden und wenn es dann noch immer so schlimm ist, dann höre ich auf. Im Regelfall passiert das nicht. Das Gleiche beim Laufen. Also
Co-Autorin, die hat so eine Laufroutine, die jeden Tag laufen geht, die hat gesagt, natürlich gibt es auch diese Tage, wo es draußen regnet und kalt ist und sie ist müde und wo es dann eben sagt, okay, Deal mit meinem Schweinehund, ich ziehe mir das Laufgewand an, gehe runter vor die Haustür und dann entscheide ich, ob ich laufen gehe oder nicht. Natürlich ist noch nie dazu gekommen, dass sie dann wieder raufgeht, weil der Schweinehund immer nur im Moment lebt. Und insofern kann man dann auch mit ihm dealen. Aber gerade beim Meditieren ist es ganz, ganz leicht, weil ja die Trägheitsschwelle ganz gering ist. Also ich mache das immer zum Beispiel auch nach dem Aufstehen. Das heißt aufstehen, Zähne putzen, meditieren. Wenn das so ein Automatismus ist, dann hat der Schweinehund sozusagen keine Möglichkeiten, da bei der Tür reinzukommen. Weil sobald ich eine Entscheidung treffe, meditiere ich heute oder meditiere ich nicht, ist die Chance riesengroß, dass mein Schweinehund dann irgendwas rationalisiert und sagt, heute nicht, weil ich war heute eh so brav oder whatever. Also da gibt es Millionen von Gründen. Also das ist jetzt natürlich, wir haben in unserem Praxisbuch dann immer diese 10 starken Tipps für schwache Stunden, wie man dann auch mit seinem Schweinehund umgeht, weil das ist natürlich ein Problem, das wir alle kennen und ich war einen riesengroßen Schweinehund und darum kenne ich mich da recht gut aus. Aber das sind im Prinzip diese beiden wichtigen Faktoren, die Routine und die Schweinehundhaltung quasi. Und drüber steht natürlich einmal die Erkenntnis, die rationale Erkenntnis, wieso will ich das machen, wieso ist das gesund? Das ist zumindest für Kopfmenschen wie mich enorm gute Motivation. Und da kann ich sehr empfehlen, einfach einmal anschauen, was für Studien gibt es zu den Effekten von Meditation. Und ich sage immer, Meditation ist die eierlegende Wollmilchsau. Es gibt keinen Bereich von Körper, Geist und Seele, der von Meditation nicht positiv beeinflusst werden würde. Also mal gerne mal auf Google gehen, eingeben, wissenschaftliche Studien, Meditation. Es gibt nichts, egal ob das der Blutdruck ist oder die Telomerase oder der Cortisolspiegel, das subjektive Stressempfinden, Depressionen, whatever. Es wirkt auf alles positiv. Und wenn man sich das einmal ein bisschen anschaut und versteht, was da passiert und wieso das passiert, dann kann der Kopf nur noch sagen, das ist wie mit dem Rauchen aufhören. Also irgendwann, wenn man sich das einmal anschaut, dann sage ich, ja, Rauchen ist blöd. Der nächste Schritt, ich will aufhören, ich möchte die Freiheit des Atmens, wie auch immer ich mir das sage. Und der nächste Schritt ist dann die Umsetzung. Das ist dann natürlich auch wieder ein Thema, aber da sind wir dann eben bei den Routinen. Dankeschön. Das heißt, wichtig, eine Routine entwickeln und Regelmäßigkeit ist gleich Routine und sozusagen die Sinnhaftigkeit für sich, die Sinnstiftung für sich entdecken. Ja? Genau. Die Uschi schreibt noch, die Uschi aus Mariazell schreibt jetzt in den Chat hinein und hat geschrieben, hast du einen Tipp für Einsteiger, geführte Meditation zum Beispiel? Und ich erweitere das auch noch, vielleicht gibt es eine App, die du empfehlen kannst. So, grundsätzlich ist es so, dass geführte Meditationen Entspannungstechniken sind, also es gibt jetzt eine Überschneidung, also gerade bei Meditation gibt es jetzt ein bisschen Begriffsverwirrungen, also manchmal werden Affirmationen als Meditationen bezeichnet und geführte Meditationen und das sind alles feine Sachen prinzipiell. Was ich jetzt mit Meditation meine, ist ein Achtsamkeitsmuskeltraining. Und dieses Achtsamkeitsmuskeltraining, das ist im Prinzip einfach eine Fähigkeit, um in der Lage zu sein, unangenehmen oder nicht hilfreichen Gedanken und Emotionen keine Aufmerksamkeit mehr zu geben, weil dann lösen sie sich automatisch auf. Also das ist dieses Calm and Clear on Demand. Der Leiter von der Google Meditationsakademie sagt es, sobald du erkennst, dass ein Gedanke, eine Emotion nicht hilfreich ist, dann kannst du, wenn du einen gut trainierten Achtsamkeitsmuskel hast, in der Sekunde
in den Zustand von Calm and Clear on Demand gehen. Das ist im Prinzip wie ein Training und da helfen diese sogenannten geführten Meditationen und sowas nur indirekt. Also ich empfehle da Einsteigermeditation ist die Atemmeditation zum Beispiel oder auch Mantra-Meditationen, wo man einen Fokus hat, der einem hilft, dass man seinen Achtsamkeitsmuskel trainiert. Also wo der Fokus dann immer wieder zurückkehrt zu diesem Meditationsobjekt und das ist quasi die Hantel aufziehen. Und das, gibt es eine Zeit, unter der es sozusagen keine Meditation ist? Oder sagst du, ob ich mich jeden Tag 5 Minuten hinsetze, das, alles ist gut und man entwickelt sich dann? Also die Zielgröße sind 20 Minuten pro Tag. Aber grundsätzlich ist alles besser. Also ich meine, das ist wie beim Sport, sage ich mal. Jede Bewegung ist gut und 5 Minuten sind natürlich besser als gar nichts. Und sozusagen, um eine Routine zu etablieren, ist auch 1 Minute okay. Klassischerweise ist die Empfehlung 20 Minuten pro Tag. Okay. Es ist jetzt knapp 1 Stunde. Ich wollte eigentlich nur 1/2 Stunde machen, aber man kommt von einem ins andere. Ich stelle abschließend nochmal die Frage in die Runde. Gibt es noch, liebe Uschi, ist deine Frage beantwortet oder hast du noch weitere Fragen und auch an die anderen Teilnehmer? Wer Lust hat, am Samstag gibt es im Rahmen von Aktion Gesunde Gemeinde in Weidhofen, mache ich ein Meditationsseminar. Also falls da irgendwer Lust hat zu kommen, das ist sogar gesponsert von Aktion Gesunde Gemeinde. Da gibt es auf Weidhofen an der Ips Meditationsseminar. Maria Zell und Weidhofen, das ist vielleicht ein Ausflug nach Weidhofen. Genau. Gar nicht so weit weg. Das ist wunderbar. Perfekt. Also, ich sehe, ich höre keine weiteren Fragen. Bedanke mich herzlichst, lieber Peter Arthur. Und hinter PA wissen ja viele nicht, steht PA. Ja, genau. Du sagst aber selber immer PA, oder? PA sagen die meisten zum Beispiel. So kennt man das. Stimmt. Rufname, der bei Ö3 entstanden ist und der dann irgendwann ohne R gegangen ist, genau. Filmwissenschaftler bist du, gell? Du hast ja das studiert. Genau, ich war auf der Filmhochschule studiert, genau. Das zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Ja, wir stellen das für die Einladung zur Verfügung und es können auch noch weitere Fragen an service@sports-selection.at gestellt werden zu dem Thema, zu anderen Themen auch und wir beantworten diese nach Rücksprache mit unseren Expertinnen und Experten. Sage danke, einen schönen Nachmittag noch und bis bald, bleibt alle gesund. Super, war mir ein Vergnügen. Gute Bewegung. Ciao. Tschüss.